Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Darksiders. So, marschieren wir mal hier entlang und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt hier langlaufen können. Ja, im Schattenreich sehen wir jetzt Verborgenes, aha. Ein Verborgenes heißt wohl in diesem Falle immer so Sachen, die so... Ach, und ohne die Maske falle ich auch durch. Ah, sehen wir? Haben wir das schon mal geschnallt? Also diese durchgezogenen Linien deuten immer etwas Verborgenes an. Und da habe ich hier im ersten Gebiet schon was gesehen. Da war auch so... War es vielleicht eine Kiste? Das kann ja sein, ne? Seht ihr? Tatsächlich. Also leicht angestrichelte Linien bedeuten, da gibt es was Verstecktes. Und dadurch habe ich jetzt ein paar extra Seelen gefunden. Nur weil ich ein bisschen aufmerksam war. Okay. Ja, geht klar. Die Maske sieht aber auch echt scary aus, ne? Meine Fresse. Aber ansonsten bringt sie halt nicht viel, ne? Sie tut halt wirklich nur das. Kann ich da ins Wasser? Mein Gefühl sagt mir ja. Ja, kann ich auch. Ich kann immer aus der Welt raus, aber trotzdem immer schön die Augen offen halten. Seht ihr, die Kiste würde ich ja sonst nicht sehen. Nur so angedeutet. Und noch mehr Seelen für uns. Nehmen wir doch gerne. Hier ist ansonsten nur Wasser, 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 Wasser. Noch ein bisschen mehr Wasser. Und hier hinten ist noch eine Kiste. Und gibt es da noch ein paar Seelen? So zur Abwechslung. Ja, mehr Seelen. Jo, jetzt sind wir mittlerweile schon wieder bei 9289 Seelen. Also, heißt so viel wie verflucht, verflucht viel. Nicht schlecht. Kann man mit leben. Dann bin ich jetzt gerade schon mal überlegen, ist mir vorher schon mal das woanders aufgefallen, in anderen Gebieten? Jedenfalls nicht bewusst, wenn ich ehrlich bin. Muss ja nicht viel heißen. Ja, vielleicht bringt es mir auch wirklich nur was hier in der Schattenwelt, sag ich mal. Kann ja sein. Ne, hier ist soweit alles Leisure. Nicht zu erkennen. Da war gerade irgendein Geräusch und ich glaube, wir sind jetzt gleich beim Baum. Okay. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Ne, bloß lauter Figuren. Okay. Ist das da hinten? Gott? Oder was? Weiß der Teufel. So oder so, da sind wir, Baum der Erkenntnis. Sprich mit mir. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ein Sturm kommt auf, Uriel. Schon bald brauche ich dich an meiner Seite. Ich würde dir in die Hölle folgen, mein Fürst. Sie wussten es. Woher? Erstens kommt es anders. So lautet doch ein Sprichwort der Menschen. Du? Was das? Du hast doch den Plan geschmiedet, uns in diese Welt zu rufen. Ich habe aus deiner Initiative nur einen Vorteil gezogen. Nein. Ich betrachte dies als Opfergabe, Abaddon. Und du, mein loyaler Diener, schließe dich mir an, damit wir das Geheimnis des Zerstörers lüften können. Nein. Sobald der Thron erfährt, was du getan hast, wirst du verstoßen und in Ketten vor den Rat gezerrt werden. Du bist bereits verdammt, also lasse ich dir die Wahl. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Jetzt kehre zu Azrael zurück. Überzeuge ihn, uns zu helfen. Dann werden wir gemeinsam das Antlitz des Universums verändern. Abaddon muss bestraft werden. Er beugt das Gesetz nach seinem Willen. Er lacht dem Rat ins Gesicht. Welchen Beweis haben wir? Die Siegel sind intakt. Kein Zweifel, dass der Engel Hilfe hatte. Aber von wem?
Bis wir das wissen, müssen wir warten. Seine Taten führen zu offenem Widerstand. Der Rat wird schwächer. Wie lange noch, bis wir gestürzt werden? Wir können Abaddon nicht aufhalten, aber andere könnten das vielleicht, wenn sie nur einen Grund hätten. Wir dürfen die vier nicht entsenden. Ohne Beweis keine Gerechtigkeit, nur Mord. Sie werden keinen Grund finden für dieses Attentat. Wir werden jemanden schicken, für den Rache Grund genug ist. Die Klinge ist zerschlagen. Ich bewache das siebte Siegel. Diese Welt gehört uns. Der Himmel gehört uns. Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Haben wir jetzt gerade die Zukunft gesehen? Oder was haben wir gesehen? Jedenfalls sehen wir jetzt gerade uns. Kehren sie zu Azrael zurück? War die Klinge gerade irgendwie kaputt? Kann das sein? Die sah ziemlich kaputt aus, ne? Das ist ja doof. Ach, lass mich raten. Schick mich das Spiel jetzt auf eine Schnitzeljagd quer durch alle alten Gebiete auf der Suche nach den Splittern der Klinge. Das wäre doch so was Typisches, oder? Das haben schon 1000 Spiele gemacht, dieses Prinzip einfach. Aber naja. Es passt ja irgendwie zur Story, von daher. Und? Abaddon ist der Zerstörer. Der Erzengel? Er wurde betrogen. Er ist nur eine Randfigur in einem größeren Spiel. Du musst ihm Frieden bringen. Frieden? Abaddon ist der Zerstörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden damit vom Tisch ist. Hast du in den Visionen Hinweise gefunden, einen Weg, ihn aufzuhalten? Da war ein Schwert. Eines, das die Siegel brach. Die Armageddon-Klinge. Aber nachdem die Siegel gebrochen wurden, befahl Abaddon ihre Zerstörung. Und zwar auf dem Amboss ihrer Schöpfung. Reiter, ich fürchte, dass die Klinge jetzt für uns verloren ist. Sie wird neu erschaffen werden. Was hast du noch gesehen? Abaddon bewacht das siebte Siegel. Er plant mit anderen, das Weiße Tor zu stürmen. Uriel wird die Höllenwache gegen ihn anführen und scheitern. Was hast du noch gesehen? Sonst habe ich nichts gesehen. Ich öffne ein Tor, das uns zurückbringt. Sobald es wieder geschlossen ist, werden der Garten und seine Geheimnisse für immer verloren sein. Ich beginne damit, sobald du bereit bist. Och, wir haben ja eigentlich alles schon gefunden, was wir brauchen. Von daher können wir eigentlich durch, ne? Und tja, die Klinge wird neu geschmiedet. Bestimmt müssen wir jetzt die Splitter davon suchen oder sowas in der Art. Ah, ein gutes altes Schlangenloch. Hey, Azrael, na? Alles läscher? Ja, du bist ein ganz cooler. Kannst du einfach hin und her teleportieren und ganz schnell fliegen. Trotzdem könnte ich dir sowas von auf die Fresse hauen. Und ich glaube, selbst so ein toller Engel mit tollen Flügeln wie du würde so schnell nicht davon aufstehen. Aber nein, er muss ja angeben mit seinem tollen Flügelscheiß hier. Will er unbedingt vermeiden, dass ich ihn haue? Oder was ist gerade sein Sinn und Zweck? Ja, ja. Also zurück zu Azrael, bin ich ja mal gespannt. Suche Ultan, er wird dir helfen. Er muss dir helfen.
Abaddon wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten. Sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Ah, gut, wir müssen jetzt nicht durch alle Gebiete der Welt nochmal durchmarschieren. Das macht es mir schon mal ein bisschen angenehmer. Das ist gut. Okay. Oh doch, wir müssen das doch tun. toll. Das kann ja heiter werden. Und hier haben wir schon mal die erste scheinbar. Bruchstück der Armageddon-Klinge. 1 von 7 Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Tja, alles klar. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Ach, und direkt beim Endbosskampf hier auch noch. Wie witzig. Ah, durch die Schattenwelt würde ich das hier sehen. Okay. Ein Sprungportal nach oben. Alles klar. Dann wollen wir doch aber endlich mal wieder zu dem einen Kerl, wie hieß er noch? Ich vergesse jetzt mal seinen Namen. Der Kerl, bei dem wir halt unsere Seelen eintauschen können gegen Bares und so. Ja, genau, hier ist er ja schon. Der auch die Schlangenlöcher hat. Wie heißt der nochmal? Wulgrim, natürlich. Wie konnte ich das bloß vergessen? So, was holen wir denn mal Schweines? Was ich vorhin schon mal sagte. Ja, ruhig eine große Lebensessenz. Wir können es uns leisten, würde ich mal behaupten. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Ach, halt die Klappe. Den Kraftschlag finde ich immer noch scheiße. Die Dämonenschneide. ja, geht so. Erhöht die Reichweite dieses Angriffs. Ach, die konnte man vorher nicht kaufen, oder? Ein gewirbelter Sensenstoß aus der Luft. Das können wir uns mal kaufen. Du handelst äußerst geschickt, mein Freund. Warum nicht? Ausgezeichnete Wahl. Das hier auch. Ach, ich wollte aber unbedingt... Nein, Klingengase hier voll vergessen. Fuck, das wollte ich doch voll aufstufen. Ich Vollidiot. Na gut, dann sammeln wir noch ein paar. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Wulgrim in Anspruch zu nehmen. Ist das eine andere Stimme auf einmal? Klang so, ne? Also zumindest meine. Leviathans Strömung? Ach, da waren... Ach so, ja, da waren wir auch schon. Das Ascheland. Und das hier haben wir immer noch nicht. Habe ich da was verpasst? Habe ich da eins übersehen? Ich glaube, ich habe da einfach eine Position übersehen, ne? Muss hier. Okay, in der Kreuzung auch. Dann fangen wir einfach mal da an, wo das Spiel angefangen hat, oder? In der Kreuzung. Und vielleicht finden wir dabei sogar noch die Teile der Abgrundrüstung, weil mittlerweile haben wir, glaube ich, alle Gadgets zusammen, die irgendwie eine Rolle spielen. Gut, die Schattenwelt hilft mir hier einfach gar nicht weiter. Ist logisch. Und ich habe das Gefühl, dass ich, Moment. Den Leereläufer eher brauchen... Ach, ist schon. Pistole brauche ich nicht. Die Abgrundkette werde ich bestimmt mal brauchen. Ich glaube eher als, ja, eher als die Kreuzklinge. Von daher machen wir es erstmal so. Ja, passt. Oh, selbst hier muss man mal springen. Das ist ja mal ungewöhnlich. So gehen wir jetzt also Gebiet für Gebiet durch und suchen nach allem, was wir bisher noch nicht gefunden haben.
Okay. Why not? Und natürlich gibt es mittlerweile ein paar mehr Gegner hier in der Gegend. Na, warum nicht? Haben wir hier schon sowas gefunden wie alle Schätze anzeigen? Tatsächlich. Sei gegrüßt. Hey, und der funktioniert hier sogar. Wer hätte das gedacht? Hallo, ihr Süßen. So, ja, ich weiß, tut weh, ne? Will ich auch hoffen. Hey, hier, Hammer. Ja gut, machen wir es halt so. Tut weh, ne? Ich hoffe doch. Das ist der Sinn der Sache. So, dich machen wir dann schon mal fertig. Der andere ist noch ein wenig fitter. Oh, eigentlich wollte ich ja die Sense nutzen. Eigentlich. Machen wir das mal lieber. So, die beiden schon mal erledigt und die habe ich noch nicht gefunden gehabt vorher. Okay. Wo kommst du denn her? So, ich mach mal auch nochmal fertig. Den Hammer auch ruhig ein bisschen aufleveln, warum nicht? Obwohl das Schwert auf Maximalstufe zu haben, wäre auch gar nicht so verkehrt, ne? So, jetzt sammeln wir aber den Kram hier ein. Dafür sind wir ja hier. Seelen. Na, kriege ich euch alle damit kaputt? Ja. Aber hallo. Ja, ich glaube, jetzt immer das hier ein. Das ist, glaube ich, schneller gemacht als das andere. Ach, Moment. Ach, da sollte ich sein. Ich sehe die sogar richtig auf der Karte. Das ist aber nett. Hörst du auf? Nerviges Drecksvieh. Okay, also ich muss irgendwie da hoch. Mhm. Wie mache ich das denn wohl? Och, überall diese nervigen Teile. Hört auf! Hatte auch schon mal einen Weg hier hochgefunden, oder? Vielleicht gibt es hier einen versteckten Weg. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Das würde natürlich Sinn machen. Dass ich auch den Weg dorthin quasi nur mit der Schattenmaske finde. Meine Fresse, diese Kombo haut aber auch rein. Aha. Aha, seht ihr? Schon sehen wir ganz andere Sachen, die vorher unsichtbar für mich waren. Oder auch nicht. Seht ihr, ich sehe hier nur ein Feuer. Ich sehe hier gar nichts, ich sehe einfach nur so ein bisschen Geschwurbel. So, komm. Ich hab was zu tun, bitte. So. Achso, jetzt komme ich hier hoch. Okay, wow, schnell. Ah, ja, jetzt macht's Sinn. Ah! Ach, falsche Taste, Mist. Das war jetzt gerade mein Fehler. So. Ich habe nicht schnell genug dran gedacht, die Waffe zu wechseln. Genau, okay. Und da sind wir. Und noch ein Aufschwung. Sehr schön. Zack. Und schon haben wir das nächste Bruchstück. Sehr gut. Zwei von sieben in der Tasche. Ja, ja. Obwohl ich es ja schade finde, weil ich finde ja meine Klinge schon ziemlich geil, ne? Muss ich ja sagen. So, ansonsten sehe ich jetzt hier gerade nichts, was irgendwie versteckt rumlungert. Mhm. Kommt man hier früher nicht rein?
Doch, ich wollte schon sagen. Dann wollen wir mal schauen. Hier gibt es bestimmt auch noch ein paar versteckte Sachen, die ich vorher noch nicht holen konnte. Ja, zum Beispiel hinten sehen wir schon oben sowas für meine Kreuzkette. Oder wie auch immer das Ding hieß. Die Combo ist auch echt stark, ne? Die macht einfach massig Schaden. So, da kommst du hoch. Da komme ich jetzt nicht hin, aber ich komme darüber jetzt neuerdings. Das schon mal, okay. Sehr schön. Ah, Bruchstücke eines Songkerns. Sehr fein. Und wie kommt man da hinten hin? Schauen wir doch mal. Nö, da gibt's nichts zu sehen. Moment. Nee, doch nicht. Ich dachte bloß. Nee. Das kann ja aber auch nicht so schwer sein, da ranzukommen, da hinten. Auf der Karte habe ich auch noch nicht alles eingezeichnet, aber ich glaube, in dem Wasser, da glaube ich, war ich zu Beginn des Let's Plays auch. Ist ja alles altes Gebiet hier, das kennen wir eigentlich alles schon ziemlich gut. Aber irgendwas wird ja schon von mir verlangt, dass ich da drüber spaziere. Die Käfige losschneiden, glaube ich, klappt nicht. Ah, stimmt, den Schattensprung hatte ich damals noch gar nicht. Ah, seht ihr, ganz simpel. Tada, fertig. Easy going. Nein! Wieder zu spät gesprungen. Und so können wir jetzt Stück für Stück das ganze Spiel quasi nochmal durchsuchen. Na, klasse. Nein! Oh, Mann. Achso, wir können einfach hier lang. Warum nicht gleich so? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, nervt nicht. So, die Kiste da oben haben wir schon. Von daher hier raus. Ach, muss ich euch erst töten? Nö, muss ich nicht. Wollte schon sagen. So, lasst mich raus. Dankeschön. Bis später, ihr Hässlichen. Oder verfolgen die mich? Die verfolgen mich sogar. Krass. Die folgen mir sogar durch Türen. Das wusste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt. So. Der glühende Geigenturm. Hier gibt es auch noch 1000 Sachen. Hinten sehen wir schon rote Sachen zum Wegsprengen und so weiter. Hier haben wir auf jeden Fall eine Menge zu tun. Also auf zu weiteren Bruchstücken. Mein Name ist Alex. Bis dann.